Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Mittwoch und Leonie, die testet meine Grenzen. Das ist meine Kamera. Ja, wir gucken schon die ganze Zeit hier Mäuse, also Meerschweinchen an. Und ist das so süß, gell? Guck mal. Muss ich wirklich haben, direkt? Wo ist die? Oh, zeig mal die andere Maus. Zeig mal die andere, da gibt es ja ganz viele. Warte. Guck mal. Ja. Das ist süß, gell? Okay. Tschüss, Mama. Oh. Oh, sie drückt hier irgendwas. Auch mal, das sind Hunde. Das ist auch süß. Aber die machen hier nichts. Mausi, oh. Hilfe. Mein Handy. Ja, es schneit bei uns. Ui, es schneit. Was siehst du es? Mhm. Es schneit. Ich glaub's nicht. Was für fette Flocken. Aber besser wie Regen, oder? Wir fahren jetzt zum Rossmann nämlich. Selina macht sich oben fertig. Dann fahren wir zum Rossmann. Wir brauchen ganz viele Sachen. Unser Kaffee ist gestern nicht angekommen. Dann nehme ich mal eine Packung wieder mit. Ist die Spülmaschine schon fertig? Kommt er heute. Musst du gucken. Da haben wir wieder Schlüsseln, weil ich wollte mir jetzt noch komplett machen, aber schon. Wir haben keine Schlüssel. Ich glaube, kann man anmachen. So. So. Spülmaschine habe ich jetzt angemacht. Was hast denn du im Mund? Oh, ich dachte, sie hat was im Mund. Oh Gott. Ja, nicht im Mund nehmen, gell? Ja, nein. Genau, das ist nicht. Nicht im Mund nehmen. Ja. Oh Gott. Ich nehme mal die kleine Kamera mit für Rossmann. Und mit der großen ist so komisch. Guck mal, was sie für Angebote haben. So, auf geht's. Voll der Schneesturm, es wird weiß. Wir sind jetzt beim Rossmann. Warte, ich hole sie raus. Wir rennen rein. Ja, hier ist es besser Platz jetzt wie bei DM, gell? Brauchst du dir immer den Kopf an. Ja, hast du recht. Hast du recht. Eigentlich brauche ich mein Pferd zum Abschminken. Mein Peeling. Ja. Das habe ich euch ja schon tausendmal empfohlen. Beste Peeling, bestes Waschzeug, das Gesicht. Brauchst du irgendwas? Mhm. Willst du festhalten? Warte, Mama gibt es dir. Ja. Ja. Bitte schön. Da. Was süß denn hier? Ein Fuchs. Oh, ist das warm. Ich habe die fette Jacke an. Warte, ich mach mal meine Jacke auf. Keine Luft. So. So. Hier haben wir auch alles. Ich habe keine Liste gemacht, aber ich weiß, was ich brauche. Nass geworden alles. Ich konnte die Angebote gar nicht öffnen in der App. Hier brauchen wir auch nichts, hier brauchen wir auch nichts. Hier können wir einfach durchfahren. Hier brauche ich eigentlich auch nichts. Haben Sie jetzt Magnetwimpern? Nee, gell. Mal hier bei den Angeboten gucken. Da gibt es so. 2,50. Die Farbe ist nicht so schön, gell? Und hier ein Rosa. Das ist ja kleine Kinder, oder? So klein. Ach, süß, so ein Band für die Haare. Die sehen hübsch aus. Dann gucken wir, ob du was Schönes findest. Ach, hier gibt es auch die Schere zum Haare verdünnen, die wir überall gesucht haben, weißt du noch? Hier gibt es die für 8 Euro. Und hier gibt es auch so ein Set zum Haare färben. Und sogar einen Umhang. Hier brauchen wir auch was. Und zwar, welche sind das?
die ich immer nehme. Ich glaube, die hier. So. So festhalten. Entschuldigung. Da. Ja. Bitteschön. Guck mal, extra Klopapier für Kinder. Ach so, der Papa wollte weicheres Klopapier. Den kann man nicht aufmachen, Schatz. Mach mal, muss mal gucken. Soll man für Papa Kinderklopapier nehmen? Damit er zufrieden ist. So, ich habe jetzt das hier. Das nehmen wir mit. 4 Euro. Warte mal, wie viel ist denn da drin? Wie viele sind da? 16. Windeln brauchen wir. Ah, die sind jetzt alle so verpackt, anders verpackt. XXL-Packung. Ich glaube, ich nehme jetzt mal die Nummer 5. Weil die 4 Plus wird irgendwie knapp. So. Ein paar Snacks, gell, nimm mal mit. Für die Nudeln hier. Ja? Was gibt's denn? Ach, guck mal, hier gibt's so Ringe. Wollen wir das mal probieren? Leonie, guck mal. Dinkelringe. Sieht doch interessant aus. Hm? Ach, das sind auch für Kinder, die kleinen Kugeln da. Ja, niemals. Du willst essen, gell? Mach mal im Auto auf, okay? Ja. Gleich was zu knabbern, gell? So. So. Was machst du hier? Ist es nicht? Möchtest du trinken? Hä? Das oder das? Da kann ich. Perfekt. Ja. No. Oh Gott, was für ein Wetter, was ist das? Hey, wir dürfen essen. Biscuit. Osman hat nämlich auch Biscuit. So, wir bringen jetzt die Klamotten hier weg. Ein Altkleidercontainer. Opa! Unser Einkauf. Habt ihr Eistee mitgebracht? Für sich. Gölle, gölle. 30% auf Cola. Ich bin mal auf die hier gespannt. Also die Löffel-Biscuits sind richtig hart. Kann sich mal abbeißen. Hm, vielleicht zum Lutschen oder so. Aber Sena schmecken die auch. Kannst du essen. Bum, bum. Oh, wir müssen jetzt Essen machen. Ich habe so Hunger. Wo ist es denn? 10:30. Ich habe schon eine Idee, was ich mir mache. Was? Ich mache hier so getoastet in diesem Toaster-Ding. Ja. Also nicht in den Normaltoaster so und dann... Ah, ich muss das noch wegziehen. Ja, okay. Mach mal. Doch. Also ich muss sagen, Rossmann hat mehr Auswahl wie DM. Die haben wir ja schon probiert im Laden. Und so kleine Riegel. Perfekt zum Mitnehmen für unterwegs. Für die Handtasche. Kleine.
Und hat ja auch geschmeckt. So, jetzt haben wir wieder Knabbereien. Und Milch. So, ich packe mal alles weg. Ich habe auch Batterien für die Lichterketten mitgenommen. Lecker. Zum Mittagessen gibt es heute Kassler. Schupfnudeln mit Sauerkraut. Beste Essen, ich sag's euch. Gönnt euch. Ja, Schupfnudeln sind fertig, Fleisch ist fertig und jetzt brauche ich noch Zwiebeln an dazu. Ich habe so einen Hunger. Ganz genau 11 Uhr. Mein Video ist online. Mein Gott, was ist das für ein Wetter, bitte? Es hagelt. Hilfe. So, jetzt hat mein Papa sich angekündigt. Kommt jetzt zum Mittagessen. Der hat nämlich eine Fahrt hier in die Richtung gehabt, deswegen kann er vorbeikommen. Ja, ich habe es ein bisschen aufgeräumt unten, Toilette nochmal desinfiziert und alles. Und alles weggeräumt. Opa ist da. Hm? Schon lange nicht mehr gesehen, gell? Ach, du warst schon da. Ja, wir trinken Kaffee und Tee. So, der Opa hat jetzt auch seinen Glückskick geöffnet. Glückskeks. Und das stand drin. Also muss er heute Lotto spielen. Gutes Zeichen, oder? So viel Aufregung, gell, wenn der Opa da ist, kann man nicht schlafen. Ja. Kann sie nicht schlafen, aber ist nicht schlimm. Es ist 14 Uhr. Selina ist in die Bibliothek gefahren mit ihrer Freundin. Wollte aber früher zurück sein, weil sie wollte auch ihren Opa sehen. Wir haben es ja voll ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß es nicht, ich glaube seit September oder so. Gell? Ja. Jetzt kommt die Selina noch. Wir haben ein Paket bekommen. Wir wussten nicht von wem. Wir machen gerade auf. Ich so, hä, was sind das? So viele Süßigkeiten und unser Kaffee. Und also als ich den Kaffee aufgemacht habe, wusste ich, das ist von einer Zuschauerin. Vielen Dank. Wie lieb ist das denn? Guck mal, wir sind verwöhnt. Fürs ganze Jahr. Papi ist da. Leonie freut sich. Ja, der Papi ist da. Da. Mm. So, Besuch ist weg. Und nochmal, ich habe mir jetzt die Zettel durchgelesen von dem Paket. Und jetzt nochmal in Ruhe. Vielen, vielen Dank an den lieben Andreas für das Paket. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet. Vielen, vielen Dank. Voll lieb von dir. Und ja. Jetzt haben wir Kaffee. Cool. Das gewusst hätte ich heute keinen mitgenommen. So, ich räume jetzt hier auf und dann gehen wir mal hoch. Ich esse die Macadamia-Nüsse, die schmecken so lecker. Gute Idee. Roll es jetzt unten. Ich habe die Kleine gebadet. Roll es jetzt runter, macht eine Milch. Die hat ja keinen Mittagsschlaf gemacht, deswegen wird sie jetzt gleich bestimmt einschlafen. Ist schon nach 17 Uhr. Da, wo ist Baby? Da. Wo ist Babys Bauch? Wo ist Babys Bauch? Deswegen würden wir uns dann auch von euch verabschieden, ihr Lieben. Morgen nehmen wir euch wieder mit. Morgen ist Donnerstag, gell? Genau. Danke fürs Zuschauen und bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.